heute geht es hier um Super Mario. Lego hat uns eine große Kiste geschickt für ein Live-Event. Ich werde die neuen Super Mario-Sets testen mit anderen Baumeistern auf der ganzen Welt. Und ich möchte jetzt hier auspacken, was ich bekommen habe. Eine große Kiste. Und wir fangen mal an mit diesem Set hier. Das ist eine Erweiterung und es dreht sich hier alles um Toad. Den lieben Pilzkopf, den wir alle so schätzen. Das also ist eine Erweiterung und ich habe eben schon mal reingeschaut. Darum kann ich euch sagen, ich bin ziemlich begeistert als alter Nintendo-Freund und Lego-Freund. Denn jetzt kommen wir zu dem Starter-Set. Das habe ich mir zwar auch bestellt und zwar mit den beiden Gratisbeigaben. Hier aber haben wir quasi alles drin, was wir brauchen, um in das Spielgeschehen einzusteigen. Meine junge Assistentin, die gerade filmt, ist auch schon sehr gespannt, denn sie darf vielleicht mit mir hier alles testen und zusammenbauen. Das also ist das Starter-Set, das ist auch dabei. So, Nummer 2. Es geht aber noch weiter. Denn in der großen Kiste ist auch noch drin diese Erweiterung hier. Und wir alle kennen die Kanonenkugeln, wenn wir uns ducken in den Jump-and-Run-Abenteuern. Und hier entsprechend haben wir eine, ja, weitere coole Geschichte, um die Landschaft zu erweitern, die Level anders zu gestalten. Es geht aber noch weiter. Hier haben wir die Wippe. Natürlich kennen wir die fleischfressende Pflanze auch nur zu gut, die aus den Röhren kommt. Hier haben wir aber auch verbaut zwei grüne Achterbahnschienen. Also ganz interessant und ganz spannend. Das kenne ich jetzt so aus den Abenteuern an sich nicht, aber warum nicht mal so ein bisschen auch kreativ was erweitern. Also, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Dann können wir Mario noch anders dressen, denn er kann sich hier verwandeln und entsprechend ein anderes Dress anziehen. Und eine Sache haben wir auch noch, und davon wusste ich bislang gar nichts, denn es wird auch noch Polybags geben, die gesammelt werden können. Und auch das werden wir natürlich aufmachen und dann gucken, was ist da drin. Davon gibt es dann verschiedene, die man dann entsprechend sammeln kann. Und wie so üblich für ein solches Blind Bag, wir wissen nicht, was da drin ist. Also in diesem Fall. Wir sehen aber schon etliche Protagonisten, Cooper Trooper und Co. Also das hier alles war in der Box für das Event. Wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich soll also jetzt quasi alles aufbauen mit meiner Assistentin. Dann werden wir schon mal eifrig losspielen. Es wird übrigens auch eine App geben. Die ist aber nicht notwendig, um das hier erstmal so zu spielen. Aber die App gibt es dann noch on top. Das ist ganz spannend. Es ist aber kein Zwang. Meine junge Assistentin, die filmt gerade, die wird das Ganze auch gleich mit mir gemeinsam zusammenbauen. Also, wir haben ein handelsübliches Messer und öffnen das Siegel. Und dann wollen wir mal schauen, na, wenn wir es richtig schön machen, dann, aber es ist nur ein Karton. Mal vom Körper weg. So. 1, 2. Und jetzt geht es los. Also, was haben wir denn da drin? Viele Steine. Tüten. Die Box ist leer. Das ist hier, wie gesagt, ein Prototyp. Also, wir können noch nicht sagen, ob es da wirklich die ganz finale Variante ist. Schauen wir mal hier. Also, hier sehen wir schon die kultige grüne Röhre. Hier ist ein Teil von Mario. Da auch. Das hier ist die Anleitung, wobei ich fast befürchte, ach so, das ist nochmal. Hier sehen wir die App-Unterstützung, also man kann die App nutzen, man muss es aber nicht. Man kann also auch ohne App spielen.
Wie wir sehen, ist das quasi der Hinweis, wie die Welt noch erweitert werden kann. Es gibt ja noch zahlreiche Erweiterungssets. Das eine habe ich hier auch stehen. Und genau, diese beiden sind im Bilde, die haben wir hier auch. Insofern, also können wir das Label dann auch noch vergrößern. Und wir können eben auch hier Mario verwandeln als Cat Mario. Also auch das haben wir hier zugeschickt bekommen. Wenn man das Ganze zusammenbauen möchte, benötigt man jedoch die digitale Bauanleitung. So. Erstaunlich. Kleiner als gedacht. Das ist hier Mario. Und jetzt können wir einfach mal ein bisschen spielen. Denn hier ist ja schon die Hose. Dann ziehen wir doch mal an. Also das ist ja hier, nicht, dass ich das falsch mache. Aber vorne kommen quasi noch zwei. Genau, das ist die Front. Wird einfach so drauf gesteckt. Und dann haben wir hier die Mütze, die ich ja auch gerade trage. Also. So, und jetzt müssen da noch dran, damit wir es mal vollständig machen, noch zwei Round Plates hier in Gelb. Hier. Also, das sind ja die Hosenträger, die Knöpfe. So, dann sehen wir schon, es lassen sich bewegen die Arme. Das, wie gesagt, ist die Mütze, die wird hier auch an vier Noppen befestigt. Und, soll dann sicher alles meine Tochter gleich machen, aber ich will einmal hier, die Hose lässt sich, wie gesagt, abnehmen. Und dann haben wir hier entsprechend die Front und die Rückseite. Das Ganze ist ein Display, das sieht man sehr schön. Also der Mund, die Augen und der Bauch, das ist ein Display. Und dann können wir es hier reinstecken. Meine Assistentin hat eben schon herausgefunden, dass der Mario tatsächlich reagiert, wenn er auf Flächen kommt, zum Beispiel auf Rot. Also der Farbsensor ist schon mal eine lustige Geschichte. Und wenn wir richtig hochspringen, dann gibt es diese bekannten Geräusche. Also, meine Tochter war da schon sehr kreativ eben, hat schon einiges rausgefunden. Uns fehlt noch die digitale Bauanleitung, die kommt aber hoffentlich noch. So, jetzt würde ich sagen, wir fangen mit diesem Polybag an. Da kann man also die Figuren sammeln. Es ist ein Blindbag, wir wissen also nicht, was enthalten ist, aber wir gucken mal rein. So. Das also ist enthalten. So. Hier gibt es entsprechend eine kleine Bauanleitung und da würde ich sagen, dann baue ich den mal kurz zusammen. Das hier ist also, oh, ein neues Element übrigens, mit Noppen an allen Seiten bis auf der Rückseite. Schick, schick. Hier also haben wir die Füße. Ich baue mal eben zügig, das ist ja ein lustiges Element. Sehr, sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. So, wir haben hier eine bedruckte Fliese, 2x2. Oben haben wir eine Jumper Plate. Dann haben wir für die Seiten hier, oh, sehr schön, noch eine bedruckte Fliese. So, und dann haben wir hier entsprechend hinten noch eine Jumper Plate. Jetzt kann also der Kollege aufgezogen werden. Und jetzt haben wir noch hier oben zunächst mal diese neue Plate, die ist doppelt so dick wie die bisherigen Platten. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Grün. Lime Green, das ist hier das neue Trendgrün bei Lego, wenn wir an den Lamborghini denken.
Und dann geht das also hier weiter. Den Rest baut meine Tochter, aber ich durfte jetzt mal kurz hier spielen mit diesem Polybag, mit diesem Blindbag. Und das sind also die extra Teile, die übrig bleiben. Wobei eine Flamme muss natürlich irgendwo hin. Die Flamme, die ist entsprechend hier natürlich oben. Na klar, wo denn auch sonst? Also, nochmal eine Nahaufnahme. Das hier ist enthalten in diesem Polybag. Wir haben vier extra Bricks, Leftovers, Steine, die übrig bleiben. Mario freut sich schon. Das erkennt er nicht. Gut. Und hier also ist enthalten nochmal die Anleitung. Wir sehen hier alle Figuren, die wir sammeln können. Immer noch mit so ein bisschen Landschaft drumherum. Also sehr schön. Gut, und jetzt machen wir noch dieses Set auf. Und da haben wir dann quasi Mario in seinem Cat Mario Kostüm. Auch da haben wir noch eine. Das finde ich schön, dass es immer noch so ein paar extra Steine gibt. Also noch hier ein kleines Szenario. Auch da gibt es noch eine Anleitung. Also bei diesen kleineren Boxen ist auf jeden Fall die Anleitung enthalten. Können wir das quasi so kurz bauen. Haben dann hier entsprechend noch wieder eine Jumper Plate in Dark Green. Ein kleines Blümchen darf nicht fehlen. Und hier haben wir dann tatsächlich das Katzenkostüm von Mario und auch die Katzenkappe. Die Steine bleiben über. Natürlich können wir jetzt sagen, wir ziehen ihn kurz um. Den Mario. Das ist ja schnell gemacht. Auch eine andere Mütze. Mal gucken, ob er das erkennt. Ja, soweit also der Blick auf diese beiden Erweiterungen. Davon gibt es ja auch mehrere. Mario kann sich also umdressen und die Polybags sind dann auch erhältlich ab dem 1. August. Wir sind dankbar für all diese Geschichten, gucken uns alles in Ruhe an. Das war quasi ein ja, kurzer Live-Bild von diesem Polybag hier und von der Box. Und jetzt haben wir hier noch gut zu tun, denn es gibt ja auch noch größere Boxen. Bis zum nächsten Video, hier bald zusammengebaut und tschüss.